Und ich darf euch einladen, mit mir einen Spaziergang zu machen hinein in die Wengerau. Und das ist kein geografischer Ort wie jeder andere. Die Wengerau hat etwas Besonderes. Und so begeben wir uns gleich durch das Wengertörl, das ist der Eingang zur Wengerau, auf einen eigenartigen Hügel. 100 Meter neben dem Türl steht ein Hügel, den die Kinder gerne als Spielplatz benutzen. Aber vor 300 Jahren war dieser Hügel etwas Besonderes. Für mich immer etwas Ergreifendes, aber auch Trauriges. Warum? Vor 300 Jahren haben sich Bauern dort getroffen, um von der neuen Lehre, das war der Protestantismus, zu hören. Aber das war von unseren Gesetzgebern verboten. Und dieser Hügel ist in die Geschichte eingegangen als der Cathedra Satanae et Pestilentiae, das heißt der Lehrstuhl des Satans und der teuflischen Lehre. Und das war nur der Protestantismus, mit dem wir uns heute bestens verstehen. Und dazu schreibt einer, der erlebt hat als Urenkel, was seine Verwandten damals mitmachen mussten, als sie 1732 verjagt wurden. Nicht jedem Menschen ist's gegeben, Heimat als Heimat zu erleben. Der Menschensucht nach Ruhm und Macht hat Leid und Tränen oft gebracht. So zogen einst in schweren Zeiten fast 20.000 von hier hinaus, nur weil sie anderer Meinung waren, vertrieb man sie von Hof und Haus. Aber unsere Wanderung geht weiter. Wir gehen frohen Mutes hinauf zur Wengerau, wo man einen ersten Blick auf Werfenweng wagen kann. Und mich beeindruckt immer wieder der Eiskogel. Denn dort oben ist etwas passiert. Im Jahr 1919, nachdem der Erste Weltkrieg vorbei war, ist der Herr Lettner hinaufgestiegen und über die Tauernscharte abgefahren. Und dort ist was passiert. Er hat einen Sturz gemacht, einen katastrophalen Sturz mit seinen Eschenskiern. Und als er nach 300 Metern steilen Abfalls über die Tauernscharte liegen geblieben ist, hat er sich zwar geärgert, aber er wusste, was er macht. Er macht schärfere Kanten. Und dort oben bei uns in Werfenweng wurde die Stahlkante erfunden. Das war 1919. Und dann drehen wir uns etwas nach links. Wir gehen hinein zum Gamsblick und beobachten die herrliche Natur. Und immer, wenn ich dann hinaufschaue auf diese Bergeshöhen, da kommt mir ein Gedicht in den Sinn. Ich bin keiner dieser Lauen, die sich nur auf Hügel trauen. Ich bin auch keiner der Extremen, die die steilsten Wände nehmen. Ich bin einer von den vielen, die mit wohlerwogenen Zielen Herz und Seele wandern lassen, um das Schöne zu erfassen. Wenger sagen, dort hinten beim Wasserfall.
Und dort hinten gibt es wieder etwas Besonderes. Da plätschert das Wasser von den Felsen herunter und einige wissen, dass dort hinten eine Quelle ist. Und immer wenn ich dort hinten bin, kommt mir ein Gedicht in den Sinn von einem, der die Natur genau beobachtet hat, aber auch sich selbst kennt. Und das Gedicht heißt Der alte Brunnen. Der alte Brunnen spendet leise sein Wasser, täglich gleicherweise. Ich möchte diesem Brunnen gleichen, was in mir ist, stets weiterreichen. Doch geben und geben alle Tage, sag Brunnen, wird das nicht zur Plage? Da sagt er mir als Jochgeselle, ich bin nur Brunnen, nicht die Quelle. Mir fließt es zu, ich gebe es weiter. Das macht mein Leben froh und heiter. So lebe ich nach des Brunnens Weise, schöpf täglich Kraft zur Lebensreise. Will nun beglückt stets weitergeben, was mir die Quelle schenkt zum Leben.